Leute, ich habe neue Laufschuhe und einen neuen Marathon, deswegen gibt es eine neue Folge. Ja, ich sitze hier gerade in unserer Küche an der Heizung. Ich war gerade 30 Kilometer draußen. Es ist das erste Aprilwochenende seit langem, an dem Schnee lag und das sogar in der Großstadt. Ja, was soll ich sagen, verrückter kann der April ja gar nicht losgehen. Das heißt aber auch, dass ich mich hier ein wenig aufwärmen muss. Ich habe die Füße gerade auf der Heizung, das Handy an, weil es ist gerade Ironman in Südafrika, da ist auch beschissenes Wetter. Das heißt, ich bin nicht so alleine. Freue mich jetzt, dass meine Füße warm werden durch die Heizung und die Jungs und Mädels da noch im Regen fahren müssen und ja, werde gleich mal mein Frühstück schnappen. Ich wollte aber die Gelegenheit nutzen, es sind jetzt nur noch welcher ist denn heute? Der dritte? Boah, es sind nur noch 3 Wochen und dann geht's los. Ja, jetzt kann ich wahrscheinlich, muss ich einstellen, dass das hier mit, aber egal. Ja, und ich wollte die Gelegenheit nutzen, ich habe Wettkampfschuhe, da wollte ich kurz drüber sprechen. Ich habe neue Laufschuhe, weil die alten, zeige ich euch auch gleich, die sind wirklich am Ende. Eigentlich hätte ich mit denen heute auch nicht mehr laufen sollen, aber also meine Füße haben es gut weggesteckt. Es lief gut, es waren 30 mit 5,55, das ist für einen eigentlichen langsamen Grundlagenlauf fast schon zu schnell für mich. Aber ist okay, ich fühle mich gut, ich freue mich jetzt aufs Essen. Ich werde hier noch ein bisschen Video gucken und dann erzähle ich auch noch ein bisschen was über neue Alltagslaufschuhe, also die, die ich jetzt nicht im Wettkampf trage, und über den neuen Marathon. Oh, ja, er ist verdient. Das ist nur so ein kleiner Einblick. So sieht die Schüssel aus. Habt ihr Interesse dran? Einmal so über Ernährung, eine Folge, was ich so im Wettkampf esse, was ich nach dem Wettkampf esse, was ich vor dem Wettkampf esse und noch viel wichtiger, wie das dann im Training aussieht. Also, falls ihr da Interesse dran habt, ab in die Kommentare. Ich sehe gerade, dass ich schrecklich aussehe und werde jetzt mal dran arbeiten, mich zu erholen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ihr habt sie schon gesehen, jedenfalls so kurz. Sie sind gelb, sie sind super leicht und sie sind mal nicht von Nike. Ich habe normalerweise immer Nike-Schuhe, also die letzten 2 Jahre bin ich immer mit Nike gelaufen. Ich habe mir jetzt den Endorphin Pro 2 von Saucony zugelegt. Das liegt einfach daran, also ich hatte tatsächlich den Nike Vaporfly, glaube ich, an. Ich habe ihn anprobiert. Ich war in einem Laden, in dem sich 2 Verkäufer nicht darum gekümmert haben, dass ich da bin. Und dann dachte ich, da lasse ich vielleicht jetzt keine 250 Euro liegen, nur für so einen Schuh. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich fand ihn oben extrem eng. Er hat mir gepasst. Ich hatte genug Platz vorne, aber ich kam durch die Öffnung am Schuh nicht gut rein. Und da ich den Schuh möglicherweise, wenn er das aushält, auch noch im ein oder anderen Ironman oder in der ein oder anderen Langdistanz nutzen möchte, war das jetzt nicht so das, worauf ich aus war, weil da muss man es halt ein bisschen schneller anziehen und da ärgere ich mich nur. Also habe ich weitergesucht, war in einem Laufladen, habe mich beraten lassen, hatte viele an. Der hat gepasst wie der Topf auf dem Deckel. Man glaubt es kaum. Also ich finde das Gelb, ich finde Gelb schon, das ist okay. Aber von der Farbe her hat er mich jetzt nicht so angesprochen. Aber ich hatte ihn am Fuß. Da ist eine Kohlefaserplatte drin. Auf jeden Fall ist er extrem starr. Vielleicht nicht ganz so starr wie der Nike. Aber es ist ein ähnliches Prinzip. Er ist extrem hart zu laufen. Aber er hat super auf meinen Laufstil gepasst. Also ich bin ja sowieso Vorfußläufer. Und ja, dafür... es war einfach ein Traum, ich hatte den am Fuß. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher die Yasso 800 gemacht. Da komme ich im nächsten Video drauf. Aber trotzdem war ich mit diesem Schuh extrem zufrieden. Also das war vom Abrollverhalten, hat es genau zu meinem Laufstil gepasst. Ich finde, er ist vorne. Er war jedenfalls breiter als viele, die ich sonst anhatte. Ich hatte so das Gefühl, ich kriege die Zehen gut auseinander, was natürlich auch wichtig ist bei meinem Laufstil. Ja, und dann hatte ich einfach auch das Gefühl, dass ich wie eine Feder halt damit laufe. So, der bringt mich direkt nach vorne. Und ich hoffe natürlich, dass der mir jetzt 5 Minuten zusätzlich einbringt. Und dann werde ich mal sehen. Am Dienstag mache ich die Yasso 800. Und da werde ich den dann mal testen. Und selbstverständlich wird es auch einen Testbericht zu diesem Schuh geben, sobald ich weiß,
ob es sich lohnt oder nicht. Also ich bin mal gespannt, wie sich meine Füße, vor allen Dingen meine Waden nach 10 Kilometern anfühlen. Aber so das Erste, was ich vorm Laden machen konnte, hat sich sehr gut angefühlt. Ich muss natürlich sagen, dass der Preis für so einen Schuh ja nochmal eine ganz andere Nummer ist. Also da kann man sich auch zwei Paar Laufschuhe von kaufen, was der kostet. Aber ich habe ja auch große Ziele. So. Das ist das erste Paar. Und ich habe noch ein zweites Paar besorgt, weil nämlich quasi die normalen Laufschuhe mein, und jetzt muss ich überlegen, der Nike Air Zoom Vomero 14 oder 15. Also die sind super durch. Vielleicht kann ich das auch gleich nochmal zeigen. Aber die sind noch mehr durch als jedes andere Paar, das ich von diesem Schuh vorher hatte. Und deswegen wurde es halt Zeit, dass ich da auch mir was Neues besorge. Ja, und man sieht es hier schon. Es ist wieder, ne? Und ich fand die Farbe extrem geil. Also das ist echt, ja, die gefallen mir optisch sehr gut. Was soll ich dazu auch noch sagen? Ich kriege ja eh oft zu hören, dass ich viele schwarze Kleidung trage. Deswegen ist ja ganz gut, dass ich die mal in Gelb habe. Also wenigstens mal bunte Laufschuhe. Und dann dachte ich, ja, da ist ja auch ein bisschen bunt dabei. Und ich finde die Farben halt mega gut. Ich finde die Sohle auch super. Auch das Muster hier spricht mich an. Sie waren gestern schon da. Heute ist eigentlich der lange Lauf gewesen. Aber draußen liegt Schnee und es ist alles dreckig. Deswegen dachte ich, ich schone die noch, weil auch da wird es eine Review geben. Und ich habe immer gerne so ein paar schöne Bilder von den Schuhen vorher. Das heißt, ich muss da erstmal noch ein paar Fotos von machen für einen Testbericht oder für ein Titelbild bei YouTube. Also habe ich sie stehen lassen. Aber ich finde die halt schon mega, mega, mega gut. Das ist jetzt der Nike Air Pegasus 38 Shield. So, ich weiß noch nicht genau, ob er mir passt. Ich hatte ihn gestern einmal kurz an. Ich habe vorne noch ein bisschen Platz, aber ich muss da in der Wohnung noch ein bisschen mit spazieren gehen und schauen, ob er geht. Ich hatte den Pegasus 38 schon mal, nicht in der Shield-Ausführung, sondern in der normalen. Und da habe ich gemerkt, da rieb vorne am Zehen. Hier ist halt der Vorteil, dass vorne der Zehenbereich verstärkt ist. Und die Sohle auch ein bisschen anders ist. Ich hole jetzt mal mein altes Paar Laufschuhe, jedenfalls einen, weil die sind noch dreckig. Und dann zeige ich euch, warum das gut ist, wenn es da vorne so ein bisschen verstärkt ist. So, da ist noch ein bisschen Moos drin. Also nicht verunsichern lassen, es ist nur Moos. Und man sieht es hier oben sehr gut. So, also das ist so mein Laufprofil. Ich schätze mal 500 habe ich sicher drin, vielleicht auch 600 mit dem Schuh. Ich müsste es nachlesen, aber man sieht eben hier oben ziemlich gut, dass der sich erledigt hat. So. Der andere sieht fast genauso aus, ist halt mein Vorfußlaufen. Also ich komme dann immer hier an, hier auf und rutsche dann auch immer so ein bisschen vor. Deswegen leidet die Sohle hier so ein bisschen. Und wenn ich jetzt das mal im Vergleich anschaue, die Sohle ist hier auch ein bisschen geriffelter und deswegen wahrscheinlich auch etwas strapazierfähiger. Wir werden sehen, ob ich in dem neuen auch wirklich dann meine langen Läufe machen kann. Ich werde sehen, ob ich in den Endorphin Pro 2 auch schnell laufen kann, ohne dass mir die Waden extrem wehtun und ich damit halt auch einen Marathon durchhalte. Das werde ich wahrscheinlich dann im nächsten Video veröffentlichen und da ein paar Worte dazu sagen. Heute gibt es noch den dritten Punkt zu klären, nämlich den neuen Wettkampf. Ich habe das ja in einer Folge vorher schon mal erwähnt, dass der Düsseldorf-Marathon einfach mehr oder weniger klammheimlich abgesagt wurde. Es gab keine E-Mail, nichts. Und es wird jetzt wohl gesucht nach einem Termin im Herbst. Wahrscheinlich werde ich den nicht wahrnehmen können oder als kleine Aufwärmrunde für den Ultramarathon. Aber das wird sich zeigen. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall für Hamburg entschieden. Ich werde in Hamburg starten, genau in drei Wochen. Also jetzt in drei Wochen weiß ich schon, ob ich unter die 3:30 gekommen bin. Und ja, ihr werdet es dann wahrscheinlich auch ein, zwei Tage später erfahren. Hamburg, das große Ziel. Wenn ihr da auch startet, einfach ab in die Kommentare. Vielleicht auch einfach mal ganz kurz, wenn ihr seht, schreibt mal, was ihr so lauft. Welche Schuhe nutzt ihr?
Habt ihr Erfahrungen mit dem Endorphin Pro 2 oder mit dem Pegasus 38 Shield? Ja, wenn ihr eh dabei seid, sind die Farben gut, sieht schrecklich aus, sollte ich lieber ganz bunte Schuhe nutzen oder bei schwarz bleiben. Einfach ab in die Kommentare, so Schuhinfos und Schuhmeinungen sind immer gut. Freue mich da über alles und ja, ich gucke jetzt mal, dass ich die hier sauber bekomme oder vielleicht gleich wegwerfe. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ein Hinweis noch, wir, ich und Lotta, wir machen regelmäßig auch Reviews. Es gibt schon zu Phoenix 7 und zu Laufrucksäcken. Ich habe jetzt auch zu Athletic Greens was gemacht. Ist ja ein bisschen umstritten, aber einfach mal reingucken. Den Kanal einfach abonnieren, wenn du in die Richtung mehr sehen willst. Ansonsten natürlich gerne auch abonnieren, wenn du wissen willst, wie es in Hamburg läuft. Danach steht die Langdistanz in Hannover an. Ich habe noch einen Ironman in Maastricht und beim Backyard Ultra. Anfang Oktober bin ich auch am Start. Das heißt, es lohnt sich allemal, unseren Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.